Herzlich willkommen zu einem Unboxing. Dieses Mal geht es um ein Türklingensystem und das ist wireless. Das heißt, da müsst ihr nichts, keine Kabel verlegen oder bohren. Das wird ganz einfach dran geklebt und über die App ganz gut gesteuert, wie man hier sehen kann. Ich sage jetzt einfach mal die Verpackung, dann könnt ihr das so ein bisschen, dann wisst ihr genau, um was es hier geht. Ja. Ich bin sehr gespannt. Und ja. Mal ein bisschen überraschen, Moment, ich muss mal einen Stift holen, das Ganze hier ist ein bisschen aufzupieksen. So. Habt ihr sogar so noch einen Aufkleber für die Tür? Ja, geil. Auf jeden Fall haben wir hier einmal Move. Mal gucken, was jetzt das hier ist. Das sieht mir hier alle der Knopf aus. Also, das könnte auch eine. Ja, es ist so ein Knopf. Ne? Gut. Und hier haben wir das eigentliche Stück und zwar die Klingel mit der Kamera dabei. Ist halt ganz cool, wenn man da mal irgendwelche Pakete oder so etwas. So, nachdem mein Handy wieder abgeschmiert ist, vielen Dank nochmal Apple für dieses tolle Handy. Zeige ich euch hier nochmal das Ganze. Also wiegen tut schon einiges, das ist jetzt so leicht. Ich würde schätzen ein halbes Kilo vielleicht. Ich kann mal gucken, ich habe auch hier eine Waage. So, dann wiegen wir das Ganze doch mal. Okay, also ein halbes Kilo ist übertrieben gewesen. Also 182 Gramm. Ja, ist nicht so viel. Hat sich viel schwerer angefühlt. Dann haben wir hier nochmal zwei Batterien. Interessant, ich nehme an vier dafür. Genau, dass man die hier. Ja, hier ist nochmal das Befestigungsmaterial. Und die haben wir natürlich auch zum Dranbohren, ist beides da. Aber da ist auch die Möglichkeit, das Ganze einfach dran zu kleben. Ja, wenn man es halt hier sieht. Das sind übrigens 3M, also die halten auch. Dann haben wir hier nochmal das Ganze zum Aufladen, weil das ja ein Akkusystem ist. Soweit ich weiß. Ich suche gerade hier diesen. Ah ja, okay, hier ist es. Gut. Ja, ihr werdet es schon gesehen haben, das Ganze kann man natürlich ein- und aushängen. Und so quasi. Und das wird dann einfach nur hier reingeschraubt. Dann ist das fixiert. Ja, welcher Nachteil fällt mir an dieser Art von Konstruktion auf? Wenn man ganz gemein ist, nimmt man einfach die Klingel mit. Ne? Das heißt, man schraubt hier einfach die Schraube ab, zieht es raus, also da unten, und nimmt das Ganze einfach mit. Ja, kann natürlich passieren, ja. Ich muss erstmal gucken, was das hier ist. Ich nehme an, dass das hier die Verbindung ist.
von Art Getaway, aber ich bin nicht ganz sicher. Was ich schade finde, ist, dass man das Handbuch echt online schauen muss. Ja. Gerade was jetzt das andere bringen betrifft, finde ich es schade. Der Kundenservice, also der ist hier amerikanisch, also engländisch. Und hier halt diesen Aufkleber. Schon cool irgendwie. Ja, also keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal schauen. Kann dazu jetzt noch nicht so viel sagen, weil wie gesagt, Handbuch ist ja halt keins. Vom Befestigungsmaterial ist alles da. Also dann ja, bin ich mal gespannt und lasst euch natürlich beim Einrichten natürlich dabei sein, ne? Klar. Also dann mache ich natürlich auch wieder ein Video und muss ich jetzt erstmal hier im Handbuch kurz einlesen. Hier zeige ich euch schon mal das Ganze aus der... Also ja, die Einrichtung der Kutukan-App ist recht einfach. Das heißt, ihr ladet ihr jetzt erstmal runter aus dem App Store, dann registriert ihr euch einen Account. Und ja, dann kann es eigentlich auch schon mit der Verbindung losgehen. So, die erste Verbindung hat jetzt nicht funktioniert, das ist kein Grund zur Sorge. Versucht es einfach nochmal. Und beim zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert. Wenn das Ganze dann entsprechend sich verbunden hat, dann könnt ihr mit den Einstellungen übergehen. Das heißt, ihr werdet dann zum einen erstmal ein Update machen können. Und das Update solltet ihr auf jeden Fall machen, Firmware-Update, damit ihr die neueste Software einfach auf dem Gerät halt drauf habt und gegebenenfalls auch neue Features oder Bugs auch entsprechend gekillt habt und ja, dann kann es weitergehen. Die Einrichtung ist total easy, also von den Optionen her, da zeige ich aber gleich mehr.
Okay, jetzt kann es mit der Einstellung losgehen. Und da seht ihr dann folgende Punkte, also Time Zone, Video Date, Night Vision, Motion Detection, Motion Zones, das ist auch total interessant, die Motion Zones. Könnt nämlich auch festlegen, wann der Motion Detector reagieren soll, also in welchen Bereichen, in welchen eher nicht. Könnt ihr dann alles direkt festlegen. Ist echt gut gemacht, die App. Und registriert auch zuverlässig, wenn sich jemand einfach vor dem Motion Detector befindet. Das heißt, wenn die Bewegung in diesem Bereich merkt er. Und wenn man hier drauf drückt auf den Knopf jetzt, ja, dann ist halt diese Klingel. Funktion da, die hört man jetzt halt hier nicht, aber die Klingel ist sehr laut und die hört man dann quasi über diesen kleinen Kasten dort. Ja, da hört ihr dann diesen, aber ihr hört es aber auch über das Handy, beides ist akustisch vorhanden. Ist auch sehr gut gemacht, wie ich finde. Und ihr könnt dann auch über die App, könnt ihr natürlich auch mit demjenigen dann sprechen. Das heißt, ihr könnt dann fragen, ja, was ist denn, was, ne, wenn jetzt zum Beispiel ein Paketbote da ist, könnt ihr auch sagen, ja, gebt das Paket dann bitte doch woanders da ab oder so. Also das könnt ihr alles entsprechend einstellen und das geht auch ganz gut. Wie man so sieht, hat man hier so ein, ja, von der Linse her eine Krümmung drinne, damit man einfach möglichst viel drauf hat und sprachtechnisch, videotechnisch, könnt ihr einen Screenshot machen. Funktioniert alles total easy und sehr gut. Okay, das ist jetzt verbunden, das Ganze. Also wenn ich stricke jetzt mal drauf, kommt es hier raus. Ziemlich laut, wie man da hört. Das kann man auch entsprechend dann einstellen und dann ja, kriegt man halt auch über die App normalerweise einen Hinweis, dass jetzt geklingelt wurde und dann kann man dann die Person hier entsprechend über die Kamera ganz gut sehen. Ja, hier hinten ist jetzt der Setup-Button, den müsst ihr dann entsprechend drücken zum Verbinden. Das ist hier. Und dann könnt ihr das Ganze auch aufladen, ja. Die beiden hier werden verbunden, indem ihr diesen Knopf hier drückt und diesen Klingelknopf drückt, jeweils 3 Sekunden insgesamt zusammen. Und dann passt das, dann ist das verbunden und dann ist die Einrichtung ist auch relativ easy, wie ihr gesehen habt. Hier auch nochmal das Handbuch von dem Ganzen. Relativ übersichtlich. Nicht für Ditu. Und hier ist die App. Ditu keine App. Okay, das wäre dann dieses Klingensystem hier. Macht einen guten Eindruck. Und ich finde, die Qualität passt doch. Die Kamera ist natürlich nicht Echtzeit, dann merkt man, dass es da eine unheimlich große Latenz gibt. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten, falls ihr euch das holen möchtet. Ja, was gibt es zu sagen? Ein tolles Produkt, funktioniert 1A. Einrichtung ist relativ einfach und man hat dann schon einen Überblick, wer vor der Haustür steht. Leider hat sich mein Nachbar daran gestört, sodass ich es dann nicht bei mir einrichten konnte, also nicht betreiben konnte. Leider nur einen ganz kurzen Spaß gab, aber ich fand es echt klasse.